Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem One Audio ON55. Ja, das ON55 ist ein kabelgebundenes Gesangsmikrofon mit 5 Meter XLR-Kabel. Wow, 5 Meter Kabel ist nicht schlecht. Damit könnt ihr schon mal richtig on stage performen. XLR, was dat dann? Canon-Stecker nennt man ihn auch. Nach James H. Canon. Das war auch der Gründer von Canon Electric & Co. Ja? Das ist ein Industriestandard für elektrische Steckverbindungen. XLR-Stecker sind im internationalen Standard IEC 61076-2-103 normiert. Und sie werden von unterschiedlichsten Herstellern selber nämlich verwendet und angeboten. Diese Stecker sind ein Standard und es gibt sogar Vorteile von der XLR gegenüber der Klinkenverbindung. Ne, Klinke kennt ihr ja auch. Klinkenstecker ist das, was so die Hi-Fi und Verstärker-Area benutzt. Oder eine Klinke ist auch euer Kopfhörerchen, wenn der Kabel gebunden ist, der Headphone-Jack. Während der Steckvorgang eines Klinkensteckers werden die Signaladern beim Einschieben in die Buchse in der Regel kurz mit der Signalmasse verbunden und so unbeabsichtigt kurz geschlossen beim besagten Klinkenverbindungen. Das hört ihr ja immer, dieses typische. Zudem kann die offene Bauweise beim Herumliegen durch Berührung mit signalfremden Metallen Störungen erzeugen. XLR-Steckverbindungen zeigen weder beim Einstecken noch beim Herumliegen diese Gefahr selber. Das ist ein sehr großer Vorteil. Die Kontaktbuchse 1 der weiblichen XLR-Verbindung liegt als vorteilender Kontakt etwas weiter vorn als Kontakt 2 und 3. Beim Einstecken wird so zuerst die Masseverbindung hergestellt. Schädliche hohe Spannungsspitzen werden dadurch vermieden. Dadurch geht auch nichts kaputt oder unter Umständen. Wir haben hier demzufolge dieses Gerät mit einem XLR-Kabel ausgestattet und Mikrofonclips. Ein- und Ausschalter, Metallbuchsen, es ist ein Kabel, Handheld-Vokalist-Mikrofon für Gesang, Sprache, für Partys, Hochzeits, Karaoke, Outdoor-Aktivitäten, Gitarren, also für Gitarrenverstärker, für Mixer etc. etc. Wir haben ein verdrahtetes Mikrofon mit beweglicher Spule, professioneller Klangkopf mit Nierencharakteristik. Das heißt, klarer und heller Ton ist möglich. Audiokompressionserweiterungstechnologien werden verwendet, um den Dynamikbereich zu verbessern. Die Anti-Heul-Funktion ist eingesetzt, um die Auswirkung von Umgebungsgeräuschen effektiv zu reduzieren und die Klangqualität dadurch zu bereinigen. Wir haben ein stabiles Metallic Design. Metallgehäuse heißt immer besser, weil es viel abriebsfester und kratzbeständiger. Glatte Oberfläche haben wir auch noch dort für einen glatten und bequemen Halt. Es ist ein rostbeständiger Metalldrahtgitterkopf vorne vorgebaut, der sehr langlebig und Fallfestigkeit mit abgibt. Die eingebaute schallabsorbierende Baumwolle verbessert effektiv die Geräuschreduzierungswirkung und das ON55 Wired Dynamic Microphone hat einen breiten Frequenzgang und eine höhere Schalldrucktoleranz. Mit erstaunlichen Details und leistungsstarken Gesang unter einem robusten, beweglichen Spulendesign. Es ist sowohl für Bühne als auch für Aufnahmestudios sehr gut geeignet. Das Kabel, XLR-Kabel, ist 4,88 Meter lang. Also kann man wirklich sagen, es ist 5 Meter lang, auf 6,35 mm Kabel aus einer Kupferkerndraht mit weichem Klebstoff umwickelt, umgarnt, nachdem es dann erhitzt worden wird und dadurch schön weich und flexibel bleibt. Also nicht ihr müsst es erhitzen, sondern es wurde im Fertigungsprozess erhitzt, dass es dann ein flexibles, schönes Kabel mitbringt. Der Kupferstecker selber hat eine hohe Beständigkeit und ist gegen externe elektromagnetische Störungen abgesichert. Das heißt also sehr gute, lange Fähigkeit, es zu benutzen. Und die Kompatibilität ist weit verbreitet. Im Verstärkermaschinen, Soundkonsolen, mobile Lautsprecher, Soundkarten und andere Musikgeräte.
Es ist sehr gut geeignet für Bar, Hochzeit, KTV, fürs Klassenzimmer, für Street Singing, für Cafés und andere Szenarien. Verpackungstechnisch seht ihr, haben wir hier eine schöne recycelte Verpackung. Das Mikrofon ist abgebildet. Das Mikrofon selber ist ja auch das, worum es hier geht. Es wird geliefert mit einem Mikrofonhalter. Diesen Mikrofonhalter könnt ihr sehr gut auf ein Stativ pappen, wo ihr dann, ne, hier drauf gedreht, könnt ihr das draufdrehen und dann könnt ihr das Mikrofon hier rein setzen, um es dann auch vor euch immer in der richtigen Position halten zu können. So, was haben wir noch hier am Stand? Da ist das Mikrofon, hier ist das Kabel. So, und hier ist es. Oh ja, sehr gutes Kabel. Wirklich, fühlt sich sehr, sehr, sehr nice an. So, und hier haben wir die XLR-Verbindung, die wirklich sehr gut ist. Das ist ein sehr guter Standard, die hier dann sogar noch mit einem Lock versehen ist, dass es nicht versehentlich aus dem Verstärker rutscht. Hier seht ihr auch die drei Pin-Belegungen. 1, 2, 3. Metall, Metall, sehr gut. Dann haben wir hier die Möglichkeit, seht ihr, wir können das sogar abdrehen. Das heißt, wir könnten sogar das Kabel wechseln, wenn es mal dazu kommen sollte. Seht ihr? Hier, das können wir nämlich rausziehen. Und demzufolge, selbst wenn mal was am Kabel ist oder am Stecker, kann man ihn ersetzen. Das ist gut. Dann haben wir auf der anderen Seite Klinkenstecker, wie ihr seht, vergoldet. Damit kommt ihr dann in den Verstärker oder in euer Gerät, was halt dann den Klinkenkontakt selber herstellen kann, um dann den Sound weiter zu leiten. So, das Kabel ist wirklich 5 Meter lang. Es ist wirklich eine von höchster Qualität. Es ist ein schönes gummierter Stoff, der hier am Start ist. Die Länge ist wunderbar. Da kann man nicht meckern. So, dann habe ich hier eine kleine Bedienungsanleitung. Es ist aber bei sowas immer Plug and Play. Du musst es nur reinschieben in den Verstärker. Ne? Zack, zack, in den Verstärker rein damit und dann läuft das Ding. Denn hier sind keine Treiber, es ist nicht digital, ne? Es ist ein klassisches Mikrofon, welches analog arbeitet. So, und dann haben wir hier den Hauptakteur. Boah, sehr schön. Schön designt. Schöne Form. Ein bisschen konisch laufend ist nach unten zusammen. Dann haben wir hier den Aus- und Ein-Slider. Sehr cool, der auch noch mit einem kleinen Schraubendreher festgesetzt werden kann. Ne? Off, on, off, on, off, on. Damit könnt ihr jetzt sogar manuell an- und ausschalten. Sehr schön. Wir haben ein Metallbody hier unten. Wir haben hier oben diesen Spuckschutz dran, der auch sehr sinnvoll ist. Und dort drunter befindet sich dann geschützt das Mikrofon, welches dann den Sound weitergeben kann. Auch hier ist es wieder die Möglichkeit, das Mikrofon zu zerlegen und dort können wir uns dann auch anschauen, was da drunter ist. Und hier ist nämlich jetzt das Mikrofon. Ne, ihr seht, hier ist die Spule und hier ist noch eine Abdeckung, noch eine weitere Spuckschutzfreundin. Und ihr könnt es demzufolge auch hier sehr gut sauber machen, denn das ist ein Kunststoff, der hier drin ist, ein Schaumstoff, der hier drin ist. Den kann man auch reinigen und dadurch auch pflegen. So, passt vernünftig aufeinander. Das Feingewinde macht einen guten Job. Hier haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, das Mikrofon ein- und auszustecken und es dann an einem Stativ zu verwenden. Auf der Seite geht es weiter. Wir haben hier den Stecker, der jetzt hier eingesetzt werden kann. Wir haben hier eine kleine Ausbuchtung. Diese Ausbuchtung ist demzufolge dann auch hier an unserem Stecker vorrätig da. Und so können wir das nämlich dann einstecken und haben das dann zack, ganz einfach drin und wir können es wieder herausziehen. Zack. Ne? Und dann kann man singen, nutzen und dann entloggen, raus damit. Schon seid ihr wieder befreit mit dem Kabel. Es ist nicht wireless, das heißt, also ihr braucht eine Kabelverbindung. Der Vorteil einer Kabelverbindung ist immer verlustfreies Übertragen von Sprache und Gesang. Und damit könnt ihr richtig professionell loslegen und euren Gesang schulen oder die ganze Welt damit dann performen. Das ist das One Audio ON55 kabelgebundenes Studio Gesangmikrofon.
Wer keine große Klinke zu Hause hat, es gibt Klinkenadapter von groß auf klein, dann könnt ihr auch dieses Gerät an einer kleineren Klinke verwenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun-sun.